Ja, ne? Wir haben hier zwei Töpfe. Einmal den, das gibt das Wasser, was nachher benutzt wird, um diesen Zucker aus den Körnern auszuwaschen. Das werden wir von vornherein mal richtig heiß machen und da oben in den Isolierbehälter reinfüllen. Das brauchen wir dann später. Wir nehmen 5 Gallonen etwa, 18 Liter. Und dann tun wir noch hier in unserem Brautopf, tun wir noch Wasser rein, sodass es gerade so bis zur Thermometergrenze geht. Und das wird dann vorbereitet, um das gemahlene Korn da sozusagen zu erhitzen und zu messen. Machen wir so etwa 2,5 Gallonen, die kommen da rein, das gerade so bis zum Thermometer steht. Und ab auf den Brenner. So, hier noch ein bisschen. Zu feuern. Ja. Nummer 1, 2. Ja, dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Wasser. Das können wir noch vorbereiten. Und lassen das mal die Temperatur hochkommen auf 150 etwa. Haben wir ein Stück zu tun. Na gut, wo war noch mehr Wasser? Und dann müssen wir die Kanne abwägen. Und dann brauchen wir ein paar starke Kinder zum Mahlen. Ne? Dann kommt nämlich dann die Mühle zum Einsatz. Die Maltmühle. Und dann müssen wir etwa 10 Pfund durchkurbeln. Und wieder 8 Unzen. So, jetzt brauchen wir noch 7,5 Pfund Barley. Gerste. Gerstenmalz, um genau zu sein. Und 8 Unzen brauchen wir, so ungefähr. Jetzt brauchen wir den Max, der die Kurbel dreht. Das macht er bestimmt gerne. Ein bisschen festhalten. Ja. Schön gleichmäßig. Schön gleichmäßig. Löffel zum Rühren. Ja, das ist das geschrotete Getreide. Ne? Vorher waren das halt so volle Körner und jetzt sind sie aufgebrochen. Wir wollen keine Proteine verlieren. Die guten Sachen müssen drin bleiben, deshalb nicht zum Mehl machen. Das ist jetzt noch zu dünnflüssig, da lassen wir ein bisschen Wasser wieder ab. Da ist schon mal richtig. Noch ein bisschen. Das müsste reichen. Das saugt sich noch ein bisschen voll, das wird dann noch wesentlich dicker. Jetzt müssen wir mal gucken. Das sind 128, war gar nicht so schlecht geschätzt.
Jetzt müssen wir es halt halten auf 128 Grad. Und zwar normalerweise halte ich es da immer so 20 Minuten, eine halbe Stunde, 30 Minuten noch. 30 Minuten auf dieser Temperatur, am besten mit geschlossenen Augen. Und immer schön im Wasser bleiben. Für später. So, den Topf, den brauchen wir noch einmal. So, also den nächsten Schritt, da müssen wir nämlich die Temperatur erhöhen auf 153. Und das machen wir dann mit heißem Wasser. Das müssen wir in ca. 20 Minuten. Dann machen wir etwa 5 Liter Wasser da rein. 5 Quarts. Hier. Machen wir ein bisschen mehr. So, ja, jetzt wollen wir das Ganze mal auf wollen wir es denn hochbringen, auf 150. Wir sind 2 Grad abgesunken. Ich habe vorhin schon mal den Brenner ein bisschen angemacht, nur so ein kleines bisschen. Und jetzt schicken wir gleich da kochendes Wasser rein. Das müsste kochen. Lieber mal meine Handschuhe anziehen. Sonst beißt das immer so in die Finger. Ich weiß nicht genau, wie viel wir brauchen. Wir bringen es einfach auf 150. So, es geht hoch, ne? 150 haben wir gesagt, ja. Ne? Mhm. Ein bisschen mehr Feuer. Immer noch ein bisschen weniger. Aber wir haben 60 Minuten Zeit und sollten es möglichst lange auf 150 halten. So, jetzt lassen wir es ein bisschen langsam einschwingen hier. Weil wenn ich jetzt, weißt du, wenn ich den jetzt sofort auf 150 zwinge, dann schießt er wahrscheinlich auf 155. Geht schon hoch, ne?